Moin Moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr interessiert euch für ein Elektroauto, aber ihr seid abgeschreckt von den langen Ladezeiten und fragt euch, wo ihr denn die Zeit hernehmen sollt, um stundenlang drauf zu warten, bis euer Auto voll ist. Dass das überhaupt nicht sein muss und wie der Alltag wirklich aussieht, das zeige ich euch in diesem Video. Das wird nämlich ein Ladetagebuch, da könnt ihr mich eine Woche lang begleiten und seht, wie das eigentlich in der Praxis funktioniert. Bleibt dran! Wir beginnen am Montag, dem 13. Mai, gegen Mittag. Da fahre ich ganz gerne von meinem Arbeitsplatz in die Innenstadt und gehe dort was essen. Und natürlich, wenn ich parke, suche ich mir den Parkplatz so aus, dass ich dort eine Ladestation habe. So, ich bin jetzt hier am Bremer Fangturm. Das ist mitten in der Innenstadt. Da laufe ich ungefähr 4 Minuten bis zur Fußgängerzone. Hier werde ich jetzt ein bisschen was zu Mittag essen und werde danach zum Metro fahren, weil ich ein bisschen was fürs Büro einkaufen muss. Und ich stelle mich dann eigentlich immer gerne hier an diese Ladesäule, weil die so schön zentral ist. Die ist auch sehr oft frei. Und jetzt gehe ich was essen und die halbe Stunde, die das dauert, werde ich jetzt ungefähr 5, 6, vielleicht sogar 7% nachladen. So, ich habe jetzt genau 37 Minuten geladen, habe zu Ende gegessen und der Akkustand ist auf 45% gestiegen. Reichweite jetzt 173 Kilometer und jetzt fahre ich zur Metro. So, heute ist Mittwoch. Ich habe jetzt noch 16% Akku und ungefähr 65 Kilometer Reichweite. Ich bin die letzten 2 Tage, Montag bis heute, 85, 86 Kilometer rumgefahren in der Stadt. Und jetzt ist wieder Mittagspause und ich habe nach dem Mittag einen Termin beim Kunden hier in Bremen. Und da stelle ich mich jetzt einfach strategisch an die Ladesäule, die sowieso in der Nähe des Kunden liegt. Das ist hier an der Kontrastgarpe in der Innenstadt. Und diese Ladesäule ist tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen komplett kostenlosen Ladesäulen in Bremen. Die wird bereitgestellt von der BLG, Bremer Lagerhausgesellschaft. Nochmal herzlichen Dank an die BLG für diese kostenlose Lademöglichkeit für jedermann. Die Säule ist natürlich entsprechend gut besucht und hier steht hinter mir auch noch eine weiße Zoe und lädt. Meine Frau, wenn die in der Stadt ist, freitags lädt hier auch sehr gerne. Und ich habe jetzt Glück, dass hier noch für meinen Tesla ein freier Platz war. Oft ist das auch von Verbrennern zugeparkt. Aber ich hatte hier Glück, konnte hier stehen. Wenn ich jetzt hier den Platz nicht bekommen hätte, wäre ich ein paar Straßen weitergefahren. Da ist dann eine SWB-Ladesäule, die ich mit meiner Flatrate auch benutzen kann. Aber diese Säule hier ist strategisch für mich günstiger. Ich gehe jetzt in die Stadt was essen und danach zum Kunden. Das würde jetzt wahrscheinlich ungefähr 2 Stunden dann dauern. Und in den 2 Stunden sollte ich also, wenn alles gut geht, 22 kW in den Akku schaufeln können. Ja, und dann kann ich wieder ein paar Tage hier rumfahren. Also, weiter geht's. Der Termin ist vorbei, hat ein bisschen länger als 2 Stunden gedauert. Habe leider meine Parkzeit um ein paar Minuten überzogen, aber es ist nichts passiert. Und ich habe jetzt 49% im Akku und eine Reichweite von 194 Kilometer. Da kann ich im Prinzip jetzt den Rest der Woche mit rumfahren, aber am Wochenende will ich eine längere Tour machen. Das heißt, am Freitag spätestens will ich hier in der Stadt wahrscheinlich noch mal aufladen oder vielleicht kann ich auch bei meiner Firma mal wieder an die Ladestation. Das werde ich dann sehen. Aber jetzt bin ich erstmal durch. Termin ist vorbei. Ich fahre jetzt wieder ins Büro. Ich komme gerade aus der Stadt von einem anderen Kundenbesuch. Heute ist Donnerstag und sehe, dass die Ladestation bei uns an der Firma gerade frei ist. Da parken normalerweise die Plug-in-Hybriden von der Fahrzeugflotte hier. Und da ich hier kostenlos laden kann, werde ich mich jetzt den Rest des Nachmittags hier anstöpseln, so noch für 3 Stunden. Jetzt mit 39% gibt das einen guten Akkuschub wieder bis Feierabend. Das ist prima. Und deswegen werde ich das mal eben machen. So, kurz nach 18 Uhr. Ich habe jetzt Feierabend und der Wagen ist jetzt fast voll. 91% war das Limit. Das ist natürlich super. Ich fahre jetzt nach Hause und am Wochenende fahren wir, wie gesagt, eine weitere Strecke.
Mal gucken, ob ich morgen nochmal lade. Ich muss morgen wahrscheinlich nochmal in die Stadt, spätestens mal zum Mittagessen. Ja, da schließe ich mich wahrscheinlich wieder an, wenn ich da eh stehe. Mal gucken. Wir haben ja noch ein zweites Elektroauto, nämlich die Renault Zoe. Die fährt meine Frau. Und ihr Fahrprofil ist so, dass sie mit den 150 Kilometer Reichweite rund in der Woche eigentlich mit einmal Laden auskommt. Und das macht sie dann meistens freitags, wenn sie in die Stadt fährt. Da hat sie nämlich einen freien Tag. Da fährt sie dann wieder an die Ladesäule direkt in der City von der BLG in der Regel und lädt dort, während sie einkauft oder shoppen geht. Und wenn sie wiederkommt, ist der Wagen komplett voll. Samstag, kurzer Shoppingaufenthalt in der Innenstadt und natürlich parken wir wieder an der Ladesäule, fast 10 Meter nur von der Fußgängerzone entfernt. Besser geht's eigentlich gar nicht. So, war ein Samstag, heute nochmal in der Innenstadt, 1,5 Stunden einkaufen und mit ganzer Familie und haben natürlich hier an der Ladestation geladen, weil wir hier auch gut parken können, mitten in der City und dazu auch noch kostenlos. Und jetzt haben wir 93% Füllstand und ja, das reicht auch morgen für die längere Tour. Da fahren wir hinter Hamburg und zurück. Und jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Ja, heute ist Sonntag und wir sind jetzt auf der Rückfahrt von unserem Verwandtenbesuch in Aumühle. Das ist hinter Hamburg bei Rheinbeck die Ecke. Sind wir ein bisschen rumgefahren und haben jetzt noch 15% auf dem Akku und müssen ganz kurz eben hier noch ein bisschen nachladen, damit wir nach Bremen kommen, sonst wird das zu knapp und ich will ungefähr noch 10-15% Rest haben, wenn ich nach Hause komme. Ich schätze mal, wir stehen hier 10 Minuten in Rade und dann fahren wir weiter nach Hause und dann ist das Wochenende auch schon wieder vorbei. Schade. Das Coole ist, dass mittlerweile ja echt geile Atari-Spiele auf dem Tesla zu spielen sind. Und da fällt die Wartezeit echt nicht auf. Man kann sich da wirklich gut unterhalten. Ja, wie ihr seht, war es das einzige Mal, dass ich wirklich ein bisschen gewartet habe am Supercharger in Rade. Und zwar waren das ganze 12 Minuten, die ich dort verbracht habe mit Warten, weil wir von Hamburg kommend ein bisschen zwischenladen wollten, damit ich nicht ganz leer zu Hause ankomme und am nächsten Tag noch ein bisschen Reserve habe. So, ansonsten habt ihr gesehen, die Ladevorgänge waren zwar viele, aber letztendlich ein Zeitverlust war null, weil wir sowieso geparkt haben. Das Einzige, was vielleicht eine Minute gedauert hat, war das Ladekabel aus dem Kofferraum zu holen und das in die Steckdosen zu stecken. Ansonsten lade ich eigentlich ständig so. Das heißt, der Wagen ist so gut wie nie ganz voll. Der ist immer der Pendel zwischen 20% und 80%. Und im Laufe der Tage, der Wochentage, schließe ich mich da an, wo ich gerade stehe und habe immer genug Reichweite, dass ich meine ganzen Fahrten, die ich so mache, eigentlich problemlos absolvieren kann. Natürlich muss man ein bisschen planen, wenn man weiß, dass man am nächsten Tag eine längere Tour fährt. Dann kann man sehen oder sollte man sehen, dass man bis abends sich vielleicht irgendwo hingestellt hat, wo man vollgeladen ist. Oder man fährt halt am nächsten Tag an einem Supercharger vorbei, wenn man dort vorbeikommt. Aber ansonsten entsteht im Prinzip für mich jetzt keine Wartezeit. Also so kann man ewig weiterfahren und man lädt ständig eigentlich. Aber es fällt mir zumindest gar nicht mehr auf. Es ist natürlich ein ganz anderes Verhalten als beim Tanken an der Tankstelle. Das macht man in regelmäßigen Abständen, vielleicht 3-4 Mal im Monat, je nachdem. Und das Laden mache ich vielleicht 4 Mal die Woche, wie ihr gesehen habt. Aber eben so, dass mir das gar nicht auffällt. Das mache ich so nebenbei. Das ist mir so in Fleisch und Blut übergegangen. Also irgendwo hinfahren, anstöpseln und dann essen gehen, einkaufen gehen, zum Kunden gehen. Ja, völlig normal. So kann es funktionieren. Dazu muss man natürlich Ladesäulen in der Nähe haben, in der eigenen Stadt oder im Ort. Wenn ihr das noch nicht habt, ist es natürlich ein bisschen schwieriger, gebe ich gerne zu. Solltet ihr vielleicht auch mal an eure zuständigen Politiker schreiben, dass die Ladeinfrastruktur bei euch in der Umgebung in möglichst naher Zukunft ausgebaut wird, weil sonst wird das nichts mit der Elektromobilität. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Ein bisschen was von meinem Ladealltag habt ihr mitbekommen. Und wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.